Wie hilft uns das jetzt schon weiter? Der hier fährt ja noch nicht. Der rechte Schalter ist aber der gleiche wie der hier. Der verschwindet nämlich auch. Da waren wir, da kommen wir noch nicht rüber. Haben wir noch irgendwo was aufgeschlossen, was ich gerade nicht auf dem Schirm habe? Wir gucken mal. Wir definitiv. Das erinnere ich sehr gut. Hier kommen wir ohne den Teddy nämlich noch nicht hoch. Da brauchen wir noch irgendeine tolle Fähigkeit. Speicherpunkt, damit ich nicht den ganzen Weg noch mal gehen muss, wenn ich sterbe. Das hat ja gut geklappt. Das hat ja richtig, richtig gut geklappt. Ich würde gerne da hoch. Vielleicht kann ich da in der Mitte auch noch irgendwas machen, was ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Wir gucken mal. Wir machen ja keinen Speedrun hier. Wir klingeln nochmal. Ja, läuft gut. Wo fährt das hin? War ich da schon? Da war ich noch nicht. Ich habe aus Versehen rausgefunden, was ich noch nicht hatte. Ich bin so gut in diesem Spiel. Pro-Gamer hassen ihn für diesen Trick. Is it not a shame that you cannot reach the heights of Central Island? I imagine the view is spectacular. While Mac here does not seem to be particularly good at jumping, all the ledges are just out of reach. Always quick to blame others, I see. Did you spot those dark red platforms, though? Sind die dunkelrot? Für mich sind die schwarz. Schwarz-braun sind die für mich. Yes, what about them? They can propel you high up. Just jump on one of those platforms and you will jump thrice as high. Sounds simple enough, even for Mac. I suppose you're slacking off somewhere on this island. You bet. Enjoy your hiking. Nein, die sind dunkelbraun. Schwarz. Halleluja, was für ein Sprung. Bounce. Bounce. Nice. Das heißt, wir lernen hier ein Bounce-Trampolin-Mechanik-Gedöns. Yoshi, ich brauche bitte eine farbenblinde Version für dieses Spiel, von diesem Spiel. Ich würde gerne sehen, welche Plattformen zum Springen sind. Für mich sind die alle schwarz und braun. Ja, eigentlich mehr schwarz. Das macht mich nervös. Ich hätte gerne eine Option, wo ich das umfärben kann. Sehr gut. Unser Ticket nach Hause. Hey.
eben lang gegangen. Hier, ne? Das Problem ist halt, ich sehe auch den Schatten auf den Plattformen nicht, wenn ich lande. Ach, ich bin doof. Da vorne ist ja auch noch ein Weg. Den habe ich nicht gesehen. Den Absehr. Oh, ich muss den ganzen Weg außenrum wieder gehen. Dunkles Rot ist halt für mich oder für Rot-Grün-Blinde oft schwarz. Also ich kann jetzt nicht unterscheiden, ob das jetzt einfach eine rote Plattform oder ein schwarzer Block ist. Aber ich kann jetzt auch keine allgemeingültige Antwort für alle Farbsehbeeinträchtigten geben. Yoshi fragt nämlich gerade im Discord, welche Farben dann raus müssten. Also ich weiß, dass ich halt sehr Probleme mit dunklen Rottönen habe. Die heldenroten Töne hier oben, die Stangen, die da sind, die sehe ich ohne Probleme. Aber das hier ist halt für mich einfach nur schwarz. Ne, hier die Säulen, die sind schön knallig rot, das ist kein Thema. Aber irgendwie wird das auch so gehen. Du musst jetzt nicht das Spiel wegen mir patchen. Aber wenn du eine Option reinbaust, würde ich mich freuen. Wir haben einen Vantage Point. Ich muss gerade fragen, warum sind wir hier? Das war wegen der Diskette. Okay, da können wir jetzt auf den Punkt hoch. Wir haben da die Plattform freigeschaltet. Die fährt uns nach Hause. Drüben haben wir Blöcke. Die haben wir schon gemacht. Das Drehen da haben wir gemacht. Da drüben können wir jetzt hoch. Da können wir jetzt hoch. So viele Optionen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht am Anfang. Literally am Anfang. Hier gab es auch so Blöcke, ne? Irgendwo. Da. Können wir jetzt abkürzen. Und kommt hier hin. Das war anders gedacht. Nochmal. Hopse, hopse, hopse. Da ist noch ein kollektables Sekret. Plumpsen! Mann. Ohne zu plumpsen, habe ich gesagt. Ja, hier waren wir schon. Auf der anderen Seite hier noch irgendwas zum Hochspringen? Nee. Okay. Das muss also hier sein. Der denn raus? Schon das ganze Stück, ne? Okay.
So geht's auch. Was passiert hier? Müssen wir jetzt etwa wieder zurück auf dem Ding, oder was? Ja, natürlich. Aber ohne runter zu springen wäre nice. Offensichtlich. Bitte nicht schubsen. Go! Nicht springen. Warum springen? Nein! Oh. Ohne Worte. Lass mich. Mist. Immerhin nicht runtergefallen. Das ist ja auch schon mal was. Bis später, Yoshi. Dino hat Vorrang. So muss das sein. Nein. Oh Gott. Niemand gesehen. Boost. Weil ihr nicht hinguckt. Kennt euch ja. Boost. Zu viel Boost. Das war zu viel Boost. Weniger Boost, aber schon Boost. So dreiviertel Boost. Ich war doch. Ich hab doch. ABS, ne? Ich brauch dringend ABS. So, was jetzt hier Phase? Vier von fünf Sekreten. Das muss ich mir erst angucken. Was soll ich hier tun? Ich gehe auf das. Kann dann aber nicht so hoch springen, dass ich auf das nächste komme. Das heißt, ich muss geradeaus weiter. Alles normal. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir den ganzen Stream heute wirklich mit einer Welt füllen. Ich hatte gedacht, wir schaffen wieder zwei. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher gerade. Timing, ey. Schon. Okay. Bei manchen Stellen ist es echt so, je öfter man die gemacht hat, desto mehr Übung hat man. Dann geht das alles flockig von der Hand. Was möchte das Spiel hier von mir? Was soll ich hier tun? Soll ich darüber springen? Ist es das, was du möchtest? Das hat nicht funktioniert.
Erde misst. Immer schubsen mich Wände. Das ist Mobbing. Bin überzeugt. Okay, also da mit Anlauf. Wenn ich Anlauf nehme, dann springt er nicht mehr so kontrolliert. Das Gefühl, dann springt er später. Soll ich kommen sehen? Nochmal den ganzen Weg nach oben. Hier vorbei. Boost. Schließender Sprung geht alles. Nein! Geh doch da nicht runter! Das Level hat so viel mehr zu bieten als immer nur dieselben Stellen. Aber die begeistern mich so sehr, dass ich sie unbedingt immer und immer wieder zeigen will. Mit Anlauf. Drehen. Ausrichten. Fast übers Ziel hinausgeschossen. Darf ich hier runter? Ist das so gewollt? Oder muss ich da drauf? Ich muss da drauf, richtig? Ja, sonst tue ich mir nämlich keinen Gefallen. Red, du musst mich ein bisschen unterhalten, bevor du in 10 Minuten gehst. Schreib mal was. Ich brauche so Vorrat. Warum hast du denn eigentlich nur bis 20.15 Uhr Zeit? Läuft dort was im Fernsehen? Oder was passiert um die Uhrzeit? Einfach nicht springen. Fangen Filme im Fernsehen eigentlich immer noch um 20.15 Uhr an oder ist das inzwischen nicht mehr so? Hat sich das verändert? Wer wird Millionär kommt aus der Sommerpause zurück? Ich wusste gar nicht, dass die eine Sommerpause haben. Ich wusste aber auch nicht, dass es die immer noch gibt. Krass. Nein, nein, ja, nein. Shit! Ich wusste nicht, wohin ich die Kamera drehen soll. Gardinse 2 läuft. Wieso aber Groot? Gerade wegen Groot, oder nicht? Alles klar, Son. Ich hoffe, dass es besser wird. Ich werde hier noch eine Weile an dem Level hängen.
zumindest kenne ich jetzt inzwischen den Weg nach oben ganz gut. Mir brennen die Augen. So viel Rechner heute. Das ist so bescheuert, das finde ich schon wieder gut. Vielen Dank. Das habe ich gebraucht. Jetzt geht es mir wieder besser. Oh Gott. Ich war doch eben schon mal weiter oben, oder nicht? Können wir das nicht nochmal machen? Das war eigentlich ganz angenehm. So, die Tatsache, dass ich mal ein bisschen Fortschritt hatte. Nein? Okay. Muss auch nicht. Ich wollte jetzt nicht frech wirken oder so. Und irgendwie dreist erscheinen dadurch, dass ich mir hier Fortschritt wünsche. Wir machen heute tatsächlich nur die eine Welt. Wir brennen wirklich die Augen, merke ich gerade. Und die dauert ja auch so noch eine Weile, ne? Ich glaube, das ist ein gutes Vorhaben. Nein! War ich zu voreilig? Das Spiel möchte mich nicht gehen lassen. Ich weiß, ich könnte auch noch woanders hin und erst Sachen holen, aber jetzt sind wir hier und wir müssen es eh machen. Also warum nicht? Sechs Floppies habe ich. Ich glaube, hier oben drauf wartet Nummer 7 auf mich. Bist du echt eine träge Eidechse. Ja, das Schlimme an der Stelle ist halt, dass man genau weiß, was man machen muss. Da braucht es einfach nur Platforming-Skills und die habe ich nicht. Anscheinend, merke ich. Ich dachte mal, ich wäre ganz gut in solchen Spielen, aber offensichtlich war das ein Irrtum. Alles, was nicht Super Mario World ist, kann ich anscheinend nicht. Ja, sogar stimmt, ich konnte nie Donkey Kong Country. Ich fand die Steuerung immer furchtbar schwammig im Vergleich zu Mario. Nie irgendwas hingekriegt. Nein. Ich dachte, der bleibt ein Stück draußen und ich könnte da kurz verschnaufen. Man kann auch vorher nicht um die Ecke gucken, um zu sehen, was passiert irgendwie, ne? Bei allen anderen Stellen hat man vorher so einen kleinen Indikator. Da nicht mehr. Pipi-Kaka. Let's go. Okay. Jetzt hier lang. Aus.
das nicht zum ersten Mal heute. Okay. Konzentration. Wir machen das jetzt hier. Das ist nett. Ich bleib auch hier, bis wir das geschafft haben. Sloppy-licious. Aha. Schalt die Schalter. Okay, der fährt uns wahrscheinlich da hoch, weil wir sonst nicht hochkommen. Okay. Sonst noch irgendwas, was wir von hier oben aus sammeln müssen. Bevor ich wieder runterspringe und mich hinterher ärgere. Sieht nicht danach aus, würde ich sagen. Wie gesagt, ich glaube, da fahren wir hoch von da hinten aus. Ich glaube, dann können wir gefahrlos weitermachen. Ich würde gerne da hinten nochmal hin. Darüber nämlich. Weil irgendwo ging es da auch noch hoch. Mist. Ich habe halt wirklich keine Ahnung mehr, welcher Weg der beste war. Hier kann man jetzt ein bisschen abkürzen. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ich wollte hier gar nicht hin. Von hier, ne? Na gut. Geh mal hier lang. Nein, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Oh. Diese Plattform lockt mich aber auch immer. Lockvogelangebot. Viel Spaß bei Wer wird Millionär? Ich hoffe, du gewinnst 1 Million Euro. Ich würde es dir wünschen. Danke. Das können wir brauchen. Wir müssen hier lang. Da waren wir. Da waren wir noch nicht. Also schon, aber da kamen wir nicht weiter. Bitte was? Okay. Ich finde es super schwer, auf den Farben die Schräge einzuschätzen. Nochmal. Das war dieser Weg. Ich
Muss der ganz senkrecht sein, bevor ich da weiterspringen darf, oder? Wahrscheinlich. Übers Ziel hinaus. Übers Ziel hinaus. Wir schaffen das. Wir schaffen es nicht. Kamera von der Seite. Ja. Theoretisch schon, aber da muss ich auch seitlich steuern. Und das kann ich nicht so gut wie geradeaus. Wenn ich ehrlich bin. Shit. Aber vielleicht sollte ich es trotzdem mal probieren. Ja, seitlich geht auch irgendwie. Das war einfach zu früh. Dem Schokoriegel auf Doom. Ja, das war nicht mal eine gute Idee, danke dir. Wir haben 1 Floppy und 5 Geheimnisse. Hui. Super Surfen. Bitte patch das nicht raus, Yoshi, das macht so viel Spaß. Auf dem Wasser rumzuhüpfen. Nächster Block. Not available. Until later. Verstehe. Okay. Das Timing muss also irgendwie anders sein, damit ich oben ankomme, wenn ich an einer anderen Stelle bin. Nochmal. Ganz knapp. Da ist noch einer aufgetaucht, ne? Ja. Komme ich auf den drauf von hier? Nein. Müssen wir nochmal eine Runde fahren. Oh Gott. Das war der Sitzball. Das war kein Pups. Ich verspreche es. Den Sitzball riecht man auch nicht. Lass mich aber auch so leicht verunsichern, sobald dann die nächste Plattform kommt, bin ich da drauf. Einfach mal mehr Geduld haben. Pff. Eben hat die Katze neben mir gepupst, das war viel schlimmer. Ich habe ja auch gar nicht gepupst. Natürlich war die Katze dann schlimmer. Ich wollte dich aber bestimmt nur aufmuntern. Sie wusste nicht, dass das so nicht funktioniert. Wieso brauche ich noch Geduld? Heute? Ich dachte, wir sind hier fast durch. Ich wusste nicht, dass heute noch Geduld gefordert wird. Ja.
Timing, ne? Schön verpasst. Zweimal. Vielleicht muss ich die Kamera auch irgendwie seitlicher drehen. Vielleicht hilft das, wenn ich die seitlich halte. Dass man die Abstände besser einschätzen kann. Oh, das wird auch wieder nix. Geschafft. Oh. Hallo. Neuer Schalter. Hallo, neuer Schalter. Wie komme ich jetzt von hier aus da am besten rüber? Ich hoffe, ich habe jetzt da oben nichts vergessen. Ich hoffe wirklich, das war jetzt nicht irgendwie eine Ablenkung oder sowas. Ich bin falsch abgebogen, oder? Hier waren wir doch schon fertig. Warum bin ich hier? Was habe ich getan, um wieder hier zu sein? Wo war ich denn? Da war ich, da drüben. Falsche Seite. So. Benny! Schön, dass du da bist. Jetzt kann man da rüberfahren. Oh, ich habe schon verraten, welcher Bruder. Das ist der immer gleiche mit dem Account. Oh nein. Ein großer Rundlauf, den man machen muss, wenn man runterfällt. Let's go. Okay. Schön. Oh, wir haben schon 100 Cubes. Das ist die letzte Disc, ne? Dann haben wir ja alles. Wir müssen dann mindestens noch Welt 4 finden und das Nonogramm machen. Das ist euch klar, ne? Mindestens. Jetzt bin ich auf einmal nicht mehr müde. Muss an Benny liegen. Wer hat mir geschrieben? 1000 Leute auf Twitter. Retweeten, dass wir hier live sind. Die kann man ja auch alle nicht enttäuschen, die Leute. So. Du bist meine persönliche Party-Infusion. Ich glaube, du hast recht, Son. Ich glaube, es liegt auch mit daran, dass ich die Aufgabe endlich geschafft habe, um der ich so lange hing. Ach, wie soll man das denn schaffen? Timing is a bitch. Party infusieren Sie mich bitte. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss auf das Ding und dann muss ich aber irgendwo weiter. Ich weiß noch nicht, wo ich dann hoch muss. Ich auch nicht, Benny. Ich auch nicht.
Soll ich da unten durch? Ich glaube, ich muss da unten durchfahren. Das ist wie das Surfbrett aus Takeshis Castle, was sich da immer dreht. Nein! Kommst du wieder, wenn du die Hühner reingebracht hast? Oder war das nur ein Anstandsbesuch? Jetzt mal gehen hier vom Timing. Bin ich hier richtig? Ist das, was ich tun soll? Was möchte das Spiel überhaupt von mir? Wo soll ich denn hin? Wir sind hier. Soll ich darüber? Oder ich soll darüber, glaube ich. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein! Scheiße. Oh, schade, dass du nur kurz da bist. Es ist immer schön, wenn du da bist, aber es ist immer ein sehr kurzes Vergnügen. That's what she said. Badupch. Okay, und jetzt ohne auf die Home-Taste zu kommen, bitte. Dann fahren wir hier rüber. Ist das richtig, was ich tue? Ich hoffe, das ist richtig. Ach, da hinten ist die Diskette. Die, wo wir haben wollen, müssen tun Scheißen. Das stimmt. Da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Da warst du ziemlich lange da. Ist trotzdem immer schön, wenn du hier bist. Ist ja auch schön, wenn Tim hier wäre, aber Tim besucht mich nie. Immer nur du. Das nervt nur, weil ich schon so lange hier bin. Jetzt kommt auch wieder gerade das Gefühl, dass ich nach der Welt doch aufhören möchte. Und ich weiß wieder nicht, ob es daran liegt, dass Benny gehen will oder dass ich an der Aufgabe scheitere. Vielleicht hängt das auch miteinander zusammen. Oh. Das hast du schön geschrieben. Das Level will mich umbringen. Boost, 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 boost. Okay, es ist die letzte Floppy. Das darf schwieriger sein. Wir schaffen das. Ich glaube, das ist gar nicht so hart. Ich glaube, ich stelle mich nur wieder sehr doof an, weil ich so Probleme habe, hier die Abstände abzuschätzen. Hey, Yoshi hat kein leichtes Spiel entwickelt. Und die Welt ist nicht immer von Yoshi. Das heißt, das merkt man auch daran, wie die sich spielt. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Die ersten beiden Welten, der Sumpf und die Eiswelt, die waren so richtig schön zum Erkunden und Plattformen und alles scheititei und wunderbar. Und dann kommt hier die Welt, die sein Kollege gemacht hat. Und zack. Mord und Totschlag. Bitte was? Sun? Was? Oh, grüß schön, Miami. Der soll auch mal vorbeikommen hier. Aber erstmal viel Spaß euch.
Nein! Jetzt bist du wahrscheinlich schon weg, sonst hätte ich noch gefragt, was ihr denn zockt. Aber da bin ich zu spät dran, glaube ich. Ah, doch nicht. Smite. Dann viel Spaß beim Smiten. Ich werde ungeduldig. Das merke ich an meiner Spielweise. Das Ding dreht sich doch mit derselben Geschwindigkeit weiter. Ich muss da doch eigentlich drauf landen können direkt. Ohne erst noch eine Umdrehung abwarten zu müssen. Warum geht das nicht? Yoshi west seit einiger Zeit wieder an, sagt er. Oh oh. Dann hat er ja alles gehört, was ich hier sage. Hallo. Tolles Spiel. Durch und durch. Wieso bin ich denn jetzt runtergefallen? Nein, ich stehe dazu, die Level hier von deinem Co-Creator, die sind nicht so toll wie deine. Die sind viel anspruchsvoller, was Plattforming angeht. Es hat ein ganz anderes Augenmerk auf den Level. Man hat hier gar nicht so viel Spaß am Collecten, weil man einfach nur über Hindernisse am Fließband stolpert. Oder ich zumindest. Ich habe auch gar nicht gemerkt, wie ich schon 9 Floppies habe. Es fühlt sich nämlich nicht danach an, dass man hier irgendeinen Fortschritt hat. Da gefällt mir Erkundung doch ein bisschen besser. Aber das ist wahrscheinlich nur persönlicher Geschmack. Warten. Und dann kommt da vorne wieder die andere Horrorstelle gleich. Mit der roten Plattform da. Boost, 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 Boost. Zu viel Boost. Zu viel Boost. Ich bin so hell ausgeleuchtet, ne? Ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwas mit der Brille machen kann, aber ich trage keine Kontaktlinsen. Darum müsst ihr leider mit dem Spiegel auf der Brille leben. Tragisch. Aber ich glaube, ihr werdet es überleben. Ja, so ein bisschen tauntet einen die Musik. Du bist immer noch nicht fertig. Hier, ich spiele was Fröhliches. Du bist ja immer noch da. Ich dachte, du wärst Hühner reinholen. Ja, das kommt vor, aber nicht so häufig. Ja, richtig wütend nicht. Das kommt schon mal vor, dass ich mich sehr aufrege.
Selten. Boost! Ah, scheiße. Ich vergesse mal, dass man nicht mehr lenken kann, wenn man boostet. Die Hühner sind drin. Perfekt. Nein, ich bin, glaube ich, ein sehr entspannter Mensch in meinem Leben auch. Bei den meisten Sachen denke ich mir, es aufregen sich halt gar nicht. Das ist das, was ich die ganze Zeit machen wollte mit dem Drüberspringen. What? Nein. Ja, ich muss da oben über diese drehende rote. Zeige ich dir im Moment. Ich muss hier hoch. Dann muss ich hier rüber. Diese dunkelroten Plattformen, die für mich schwarz sind, weil ich farbenblind bin, die machen, dass man höher springen kann, wenn man das gelernt hat. Und dann muss man hier hoch, dann muss man gleich da unten drauf landen, wenn der sich dreht. Dann hier oben in die Wand und dann gleich da vorne rüber auf die gelbe Plattform. Hier hin. Dann fahre ich mit dem Auto hier rüber. So, und jetzt ist mein Ziel, ich muss mit dieser roten hier, mit dem langen Ende da vorne vor dieser Waffel, muss ich da rechts rüber und dann mit dem Auto da hinten hinfahren, weil da hinten ist, jetzt sieht man es, die letzte Floppy. Allerdings bin ich nicht so gut da drin, auf diesem Auto hier zu fahren. Das wie eine Waffel aussieht, in die man reinbeißen möchte. Kennt ihr diese Kirmeswaffeln? Diese Schaumwaffeln mit Schokolade drumherum? So sieht das ein bisschen aus von der Form. Kaum rede ich von Waffeln, funktioniert's. Das ist meine Superkraft. Fünf Geheimnisse, 10 Floppies, 100 Nono-Kübe. Damit sind wir hier fertig. Gott sei Dank. Return to Lab. Mm-hmm.